Nach den ersten Übungen in kleinen Einsatzgruppen am simulierten Flächenbrand und dem brennenden Trieb- und Fahrwerk wartet auf das Team der Flughafenfeuerwehr Hannover nun ein Trainingsszenario, das die Zusammenarbeit des gesamten Teams und den Einsatz der Löschfahrzeuge erfordert. Wie wir bei der nächsten Übung sehen werden, wird es ein 320er Airbus sein, angenommen, der eine Rauchmeldung oder eine Feuermeldung im Cockpit hat, dadurch stark bremsen muss. Der Löschzug der Flughafenfeuerwehr Hannover macht sich für die Übung bereit. Über Funk bekommen Sie von der Einsatzleitung das Szenario mitgeteilt. So, Feuerwehr von Turm kommen. Hier ist die Feuerwehr. Wir haben einen 320er Airbus, der auf der Südbahn gelandet ist, meldet Rauch im Cockpit. 320, Südbahn, Rauch im Cockpit. 86 Passagiere, keine gefährlichen Güter. Ja, verstanden. Während der Panther in Richtung des Flächenbrands fährt, bewegt sich der Rest des Teams in Richtung Flugzeugmodell. Auch beim Löschen des simulierten Flüssigkeitsbrandes mit dem Dachwerfer oder Frontwerfer des Panther kommt es darauf an, das Löschwasser strategisch einzusetzen, um den Brand schnell und effektiv zu löschen. Zeitgleich kommt der Rest des Teams am Flugzeugmodell an. Während das Team die Handrohre für den Löscheinsatz ausrollt, gilt es für den Einsatzleiter über das Intercom, Verbindung mit dem Piloten aufzunehmen und sich nach der Situation im Flugzeug zu erkundigen. Das Löschen des Brandes und das Abkühlen des Fahrwerks sind die ersten Aufgaben. Erst dann können die Feuerwehrleute mit der Leiter die Tragfläche erklimmen und die Flugzeugtür öffnen. Nun geht es an das Retten der Passagiere und das Löschen von möglichen Bränden im Innern. Das lebenswichtige Atemschutzgerät macht das Hineinkommen ins und die Bewegung innerhalb des Flugzeugs nicht gerade einfacher. Trotzdem dringt das Team nach und nach in alle Richtungen der Flugzeugkabine vor, löscht das Feuer und öffnet die Türen. Mit dem Wasser wird aber nicht nur gelöscht, sondern unter Nutzung des Unterdrucks auch der Rauch aus der Kabine befördert. Die Übung wird in unterschiedlichen Szenarien mehrfach wiederholt und in einer ausführlichen Nachbesprechung analysiert. Nach Einbruch der Dunkelheit wird die Übung dann noch einmal wiederholt. Hier ist 100%ige Konzentration gefordert, denn in der Dunkelheit und unter den Masken der Atemschutzgeräte ist die Sicht nun doppelt eingeschränkt. Doch auch diese Übung meistert das Team der Flughafenfeuerwehr. Sowohl die Übung am Flugzeug als auch das Löschen des Flächenbrandes endet erfolgreich.